Ja, ich bin bei Susanne in Mulatshütte und ihr seht, beides ist lediert immer noch. Susanne, komm, geh mal um die Ecke am besten. Ja. Ne? Ihr fragt ja auch immer alle, wie es läuft, wie es aussieht. Das Interesse gerade im Fall von Susanne Quade und der Familie ist natürlich sehr groß und ich kann euch sagen, dass einiges läuft, wie zum Beispiel hier die Baustelle mit der Brücke, aber der Garten viel, viel zu nass ist, da können wir nichts machen. Sollen wir noch ein Stück rumgehen? Ja, ne? Und Susanne hat sich verhoben mit dem Ben, hatte einen schweren Bandscheibenvorfall und ich glaube, hier kommt irgendwie eins zum anderen so ein bisschen. Ne? Ja. Also wir hatten gerade hier mit den Bauleitern ein Gespräch wegen einem Kran, 500-Tonnen-Kran, der hier aufgestellt werden muss. Deshalb werden die Arbeiten im Garten hier vorne nicht stattfinden können. Aber wir haben ein tolles Gespräch gehabt, ne? Die waren echt super, die beiden. Und wir machen dann erst den Garten natürlich, wenn es trocken ist. Es ist ganz nass hier und ich habe auch die Befürchtung, dass das Wasser vielleicht irgendwo anders sich jetzt rausdrückt. Wir haben das Problem ja auch im Ahrtal, dass die Keller nass sind, weil der Grundwasserpegel auf einmal gestiegen ist. Mhm. Ne? Und meines Erachtens sind vielleicht irgendwo Quellen zugeschüttet durch die Anschwemmungen und dann drückt sich das Wasser irgendwo anders dann eben hoch. Ne? Was sagst du zu deiner allgemeinen Situation? Gesundheitlich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Nee, genau, können besser sein. Ja, und mit dem Haus ist es halt schon sehr frustrierend, dass es nicht weitergeht. Wir haben jetzt die Problematik, dass der Sachverständige von der Versicherung sich da gerade ein bisschen querstellt und die Freigabe für die Unterfangung nicht freigibt quasi. Und ja, das heißt, wir kommen drinnen kein einziges Stück weiter jetzt. Ne? Und jetzt sind wir da gerade so ein bisschen in den Verhandlungen, auch nochmal mit Versicherungen, Sachverständige, mit der Architektin, dass wir das irgendwie schnellstmöglich hinbekommen und dass das unterfangen werden kann. Die Firma steht in den Startlöchern, aber kann natürlich nichts machen, solange die Gelder da irgendwie nicht freigegeben werden. Und ja, es ist gerade alles so ein bisschen... Nerven aufreiben. Ja. Also ja. Ich bewundere dich wirklich, wie du das alles immer hinkriegst. Und ich kann es aber auch irgendwie nicht verstehen, ja, weil wir sind 7 Monate weiter. Vor 7 Monaten ist das passiert und die Firma, die es unterfangen kann, würde sofort anfangen. Genau, die könnte quasi anfangen. Die steht in den Startlöchern und wartet jetzt im Prinzip auf das Okay. Moin. Auf die Freigabe. Und dann könnte es gemacht werden. Aber der Sachverständige sieht das alles ein bisschen anders. Er sagt, das muss nicht unterfangen werden, obwohl ein ziemlich ausführliches Gutachten vorliegt. Auch ein sehr fundiertes Gutachten, was halt sagt, dass das Haus stark unterspült ist, dass es Hohlräume gibt, dass das feucht ist, dass die Böden dort drunter feucht sind und es einfach stabilisiert werden muss, um auch eine Sicherheit gewährleisten zu können. Deshalb ist das Haus halt auch immer noch gesperrt. Wir dürfen weiterhin nicht rein, was völlig in Ordnung und richtig ist. Aber es ist halt einfach auch total frustrierend. Ne? Man hat so viele Sachen auch im Hinterkopf. Ne? Wir haben einen begrenzten Zeitmietvertrag. Für Ben und Paula ist die Situation in der Übergangszone auch natürlich um einiges schwieriger als hier. Es ist viele Fahrereien, die zusätzlich kommen, viele Kosten, die einfach zusätzlich noch da sind. Ja, und dann, so wie jetzt vor ein paar Tagen, wo es wieder so stark geregnet hat, dann fährt man abends her, ist am Gucken, man kriegt Gänsehaut, man kriegt wieder Angst. Man ist auch nicht vor Ort, dass man sagt, okay, man könnte reagieren. Man sitzt dann da und ja, dann überkommt einen einfach die Angst. Ich glaube, das geht da halt vielen auch so. Wenn es dann wieder so stark regnet. Also ich habe nur das Geräusch von dem Bach gehört und ich kenne das gar nicht, so richtig Gänsehaut bekommen und habe nur gedacht, ja, Hauptsache es passiert nichts und wir sind dann nicht da. Also das ist halt auch noch, kommt halt auch noch dazu. Ne? Oder jetzt, als der Sturm war, sind dann 3 Bäume runter und man sieht einmal alles erst hinterher. Da hinten liegen die Bäume. Ja, Gott sei Dank nicht aufs Haus. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Ja, ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist halt einfach auch ein blödes Gefühl, dann nicht hier zu sein, ne? Und nicht reagieren zu können. Fühlst du dich denn irgendwie gut betreut in der Situation, dass du
ein Katastrophenopfer bist, sage ich mal, in der Art und Weise, wie jetzt alles läuft? Oder? Man fühlt sich alleingelassen. Also es sind die freiwilligen Helfer, die einfach unterstützen, die da sind. Und ohne die wüssten wir weiterhin nicht, wie es gehen sollte. Also von staatlicher Seite kam die Soforthilfe ganz zum Anfang, die 3.500, die 80%, die zugesagt worden sind. Da habe ich jetzt 2 Beratungstermine gemacht und beide Beratungstermine haben mir gesagt, dass wir da keine Ansprüche drauf haben, dass wir aus verschiedenen Gründen halt einfach ja, da rausfallen aus dem Raster. Und ja, ansonsten kommt da keine Unterstützung. Also das ist so das Gefühl, auch vom Wasserverband jetzt wird gesagt, ich sag mal, die Befestigung der Böschung von uns hat mittlere Priorität. Das wird dann wahrscheinlich im Jahr 2023 gemacht. Das gibt einem natürlich nicht das Gefühl. 2023 und da muss der Zaun wieder neu gemacht werden und alles, oder was? Oder ich hoffe, nee, wir müssen ja, wir hatten ja die Begehung, da war der Herr Schwimmer mit dabei, der Stefan Schwimmer. Und die haben das jetzt so gesagt, wir müssen quasi von der Böschung, die da jetzt, wo es weggespült ist, brauchen die 3 Meter von dem Grundstück nochmal zur Uferbefestigung. Und von diesen 3 Meter müssen wir 3 Meter weg, um den Zaun setzen zu können. Das heißt, von der Kante, die da jetzt ist, müssen wir nochmal 6 Meter weiter ins Grundstück rein und können da die Zäune erst setzen. Das heißt, es sind 3 Meter weggespült, 6 Meter gehen uns jetzt quasi auch nochmal verloren. Das sind dann 9 Meter auf 100, also 900 Quadratmeter. Werden die ja weggenommen von deinem Grundstück? Die quasi dann weniger sind, genau. Und da gibt es auch keine Entschädigung, da habe ich mich auch schlau gemacht oder mit denen gesprochen, wie das aussieht, ob es da irgendwie eine Art Entschädigung für gibt. Und da wurde mir halt gesagt, wenn der Bach sich das aufgrund von Naturkatastrophen die Fläche nimmt, dann ist das so. Dann kann da auch nichts gemacht werden, da bekommt man auch keine finanzielle Unterstützung. Jetzt haben wir natürlich das Glück, im Gegensatz zu vielleicht anderen, dass wir schon ein großes Grundstück haben. Aber es sind trotzdem 1000 Quadratmeter und hier oben beispielsweise ist es Bauland. Das ist ja auch vom Finanziellen nochmal ganz anders wertig als normales Land. Ne? Und das ist natürlich schon auch ein Verlust irgendwo. Ne? Also ich bin ganz ehrlich, mein Schock ging schon los, als ich gerade durch Stolberg gefahren bin, weil ich bin an dem Fluss hier hochgefahren und es sieht aus wie vor 7 Monaten. Also teilweise ist noch gar nichts weggeräumt, das Papier hängt in den Bäumen. Viel ist irgendwie nicht passiert, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass das nur sehr, sehr schleppend läuft. Und auch gerade das Bachbett, das Bereinigen des Bachbetts, es sind ja auch viele Anhäufungen einfach, die das Wasser natürlich viel schneller steigen lassen. Und der Wasserverband sagt dann natürlich, die machen das, sie kümmern sich drum, die haben Prioritätenlisten. Auf der anderen Seite gibt es Freiwillige, die sagen, wir würden das machen. Das wird aber nicht erlaubt. Da wird ja ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil die das nicht möchten, weil es dann vielleicht nicht sachgemäß gemacht wird. Oder ich kann nicht genau sagen, woran es liegt oder was sie für Gründe haben. Aber ich denke, es könnte schneller funktionieren. Und dass auch da wird dann wieder... Ich weiß nicht. Du hast ja jetzt Probebohrungen bei dir im Keller, ne, dass man sehen kann, ist unterspült oder nicht. Und du sagst, die Probebohrungen laufen voll mit Wasser. Ne? Genau, also die haben ja kleinere Bohrungen gemacht ringsrum und in der Mitte an verschiedenen Stellen in den Kellerbereichen haben die halt große Öffnungen gemacht, um zu gucken, wie ist das damals gemacht worden mit den Fundamenten. Wie ist das aufgebaut? Also man will einfach nur eine Sicht haben und das Haus, genau. Wie ist die Stabilität richtig gewährleistet. Dafür haben die das gemacht. Und das Problem ist aber, dass diese Löcher nicht zugemacht worden sind. Und jetzt nach diesem Starkregen haben wir dann natürlich überall das Wasser auch drin zu stehen. Ich vermute das Grundwasser, was sich dann logischerweise hochdrückt, was natürlich auch nicht sehr förderlich ist, da es ja noch nicht mal trocken ist, das Haus. Also es ist ja sowieso noch feucht, noch nicht ausreichend getrocknet und wenn dann die Feuchtigkeit dazukommt, das Wasser da drinnen steht, ja. Also man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil also das tut mir so leid für dich irgendwie alles, weil ich dachte echt, wir sind auf einem guten Weg und ihr seht, das Haus ist abgesperrt mit einem roten, rot-weißen Flatterband. Ich glaube, du warst einmal im Haus drin, musst sogar Strafe bezahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, also wir waren halt drinnen, wir wollten
einfach weiterkommen. Wir haben eigene größere Bautrockner mit einer Anlage reingestellt, die die Luft dann auch umwälzt mit Heizanlagen. Wir haben einen zweiten Ofen reingebaut, haben Holz bekommen, womit wir das geheizt haben. Das war natürlich verboten, weil die Baustelle gesperrt war. Wir wollten aber das Haus trocken kriegen. Haben dann eine Strafe von der Bauaufsichtsbehörde von knapp 100 Euro bekommen, ein Verwarngeld mit einer Androhung von einer weiteren Strafe von 500 Euro, wenn wir das Haus nochmal betreten. Seitdem waren wir dann jetzt auch nicht mehr drin, aber es ist natürlich sehr frustrierend, einfach, ne? Dass man nichts machen kann. Man ist so hilflos, man will was machen und ich weiß, natürlich war die Baustelle gesperrt, aber es ist, ich möchte ja auch nicht, dass mir das Haus unterm Hintern weggammelt. Ich möchte da gerne wieder rein, ich möchte es aufbauen und dann werden dann da so viele Steine im Weg gelegt. Ich traue mich gar nicht, weitere Fragen zu stellen, weil ich finde es irgendwie frustrierend. Das geht irgendwie in die falsche Richtung. Ne? Und hier wird gerade ein Löffel abgeladen. Wie können wir dir denn noch helfen? Hast du irgendwas, wie wir dir als freiwillige Helfer unter die Arme greifen können? Den Garten machen wir, haben wir ja gesagt. Das ist ja alles schon vorbereitet und wir wollen ja loslegen, sobald es geht. Aber wie kann man dir helfen? Falls jemanden kennt, der Zeit und Kapazitäten hätte, wenn es dann im Haus weitergeht, eine Bauleitung zu machen. Uns ist der Bauleiter leider abgesprungen, aufgrund dessen, dass es jetzt hier auch so sehr lange dauert und sich alles so hinzieht. Das heißt, wenn es dann nachher drin losgehen könnte, haben wir zwar einige Gewerke, die uns da unterstützen, aber wir haben keinen, der das Ganze koordiniert, der weiß, wann welches Gewerk rein muss. Das ist das, was uns fehlt, was mir jetzt natürlich auch so ein bisschen Sorge macht, weil ich mich halt drauf verlassen habe, dass der Udo das halt macht. Und ich finde es auch schade, dass er da abgesprungen ist, aber das können wir jetzt nicht ändern. Das wäre halt total schön, wenn da einer einen Tipp hätte. Und ansonsten können wir einfach gerade überhaupt nicht viel machen. Uns sind die Hände gebunden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe jetzt, ne, die Treppe von dem Ben zum Beispiel, ne, die muss geplant werden, wir können aber nicht rein. Es kann halt auch drin nichts geplant werden, nichts richtig gemacht werden, solange die Baustelle nicht freigegeben ist. Und das ist das, ja, was jetzt erstmal Priorität hat. Also ich meine, ich bin ja nicht betroffen, du bist betroffen, aber mich trifft das voll, was du erzählst, weil es widerspricht all dem, wo wir die Hoffnung reingelegt hatten, dass es jetzt vorangeht oder vorwärts geht. Und ich weiß nicht, ob ihr was verstehen könnt wegen dem Bagger jetzt hier. Ich finde das irgendwie so krass. Du hast noch ein Problem mit Ben. Willst du da irgendwie was fragen oder lieber nicht? Bitte? Mit dem Ben, willst du da noch irgendwas fragen wegen der Betreuung oder irgendwas? Vielleicht findet sich ja noch einer. Dann würde ich das gleich nochmal zusammenziehen sozusagen. Ja, also wir haben ein weiteres Problem, was gerade so ein bisschen ist, dass ich in 2 Wochen nochmal operiert werden muss. Da wird ein Teil der Wirbelsäule, muss halt versteift werden und wir finden halt keinen Pflegedienst. Wir haben jetzt 9 oder 10 Pflegedienste angerufen, zusammen mit dem Sozialdienst aus dem Krankenhaus und es ist halt niemand zu finden, der im Nachmittagsbereich einige Stunden abdecken würde. Also es geht quasi nur um 3 Stunden, die im Nachmittagsbereich abgedeckt werden müssen für die Betreuung. Allerdings haben wir bisher keinen Pflegedienst, der da Kapazitäten hat. Also falls da jemand man kennt oder weiß, wäre ich da auch sehr dankbar über eine Rückmeldung. Ja. Ich probiere das gleich nochmal zusammenzufassen, weil ich glaube, ihr könnt jetzt hier nichts mehr hören. Ich würde nochmal zur Brücke gehen, wenn ich da filmen darf. Bist du dann jetzt weg? Oder? Ich würde dann losfahren, wenn das so ist. Ja. Vielen Dank. Wir gehen wieder nach. Versprochen, ja. Danke. Tschüss. Also ich rede jetzt hier mal mit den Bauleitern, ob ich hier filmen darf. Für mich sind die Nachrichten wirklich schockierend. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt hier live mit Facebook, da kommen gerade 2000 Leute zu. Darf ich hier filmen oder darf ich nicht? Ich muss mal kurz sprechen. Ja. Ja, natürlich, dann fahre ich auch nach Köln jetzt wieder. Ja. Darf ich denn einmal hier nur runterfilmen oder das Grundbild ohne Leute? Ja.
Ja. Also ich müsste jetzt hier besprechen wegen der Filmerei. Ich darf aber jetzt hier einmal drüber filmen. Hier wird wahrscheinlich Betonfundament gemacht, damit hier eine Brücke entsteht. Ich darf nicht zu hoch filmen, weil da Leute sind. Und hier wird der Kranplatz angelegt. Ich muss jetzt auch wieder zurück nach Hause. Ich werde aber gleich vielleicht noch mal unterwegs anhalten und euch noch mal ja, das Flussbett zeigen hier. Ich finde das alles sehr erschreckend, die Entwicklung. Und es geht nicht in die richtige Richtung, um es mal so auszudrücken. Ich bin weg, ne? So, also die sind super nett hier von der Firma Heidkamp. Aber mit Filmen müssen die, glaube ich, erstmal mit dem Firmensitz abklären, ob die gefilmt werden dürfen und so weiter. Das ist mir jetzt zu kompliziert, weil ich habe heute noch einen strammen Plan. Und ich möchte einfach nur, ich schalte jetzt nochmal auf mich um. Also für mich war das gerade schockierend, die Nachrichten. Ihr habt es mitgekriegt, Susanne ist wirklich, ja, das ist eine starke Frau, aber irgendwo ist die Stärke auch mal vorbei. Und ich kann es nicht nachvollziehen, was da läuft mit dem Gutachter und warum es nicht vorwärts geht. Man ist gestraft genug, wenn das Ganze zu Hause auf einmal weg ist. Und dann die Sachen, die hier noch sind. Ihr seht, hier ist alles abgesperrt. Man darf also nicht ins Haus rein. Und es ist einfach frustrierend für Susanne und für die ganze Familie. Das Betreten der Baustelle ist ausdrücklich verboten. Mögliche Einsturzgefahr, Bauleitung. Ja, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und muss überlegen, aber ich kann da auch jetzt nichts bewirken in irgendeiner Art und Weise oder beschleunigen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass jeder verstanden hat, dass wir den Betroffenen unter die Arme greifen müssen. Egal welche Position du hast oder wer du bist, wenn du Entscheidungsträger bist. Ich verstehe es nicht, wie man ruhigen Gewissens abends nach Hause fahren kann von der Arbeit ins mucklige Heim, in der Gewissheit, dass solche Menschen hier seit 7 Monaten noch nicht mal den Grundstein legen dürfen, um die Renovierung hier vorwärts zu bringen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Und das hat irgendwie auch nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun oder so. Und da werde ich mit der Kritik auch nicht hinterm Berg halten. Und ich muss nochmal umschalten, dann sehe ich das besser. Ihr seht, wie nass das Grundstück hier ist. Hier steht überall Wasser. Die ganzen Wasserläufe haben sich auch verändert durch diese Flut. Das heißt, Schichtwasser kommt ganz woanders an, als es vorher war. Und ich weiß nicht, wo das Wasser hierher kommt, aber das sind die Probleme, die jetzt das Haus auch noch zusätzlich belasten. Das Wasser steht unterm Haus, teilweise, wo Probebohrungen gemacht wurden. Kommt die Feuchtigkeit wieder ins Haus. Alles für die Katz im Endeffekt und das nach 7 Monaten. Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Ich verabschiede mich jetzt hier. Wie gesagt, ich habe heute einen strammen Plan. Vielleicht mache ich gleich nochmal unterwegs ein Video, weil es kann auch nicht sein, dass die Flussläufe so aussehen, wie sie aussehen. Ab 1. März beginnt die Brut- und Setzzeit. Da dürfen keine Bäume mehr gefällt werden. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass in den Flussbetten aufgeräumt werden darf. Und ich rede von Müll. Ich rede von Müll, der in den Bäumen hängt. Ich verstehe nicht, also ich verstehe das alles irgendwie nicht mehr. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir alle mehr zusammenarbeiten, dass die Freiwilligen mehr benutzt werden. Wirklich, wir stellen uns ja zur Verfügung. Benutzt uns doch einfach, um uns einzuteilen, um solche Sachen, die wirklich jeder erledigen kann, zu erledigen. Müll aufzusammeln, aus den Bäumen rauszuholen. Die Bäume werden jetzt grün, da hängt der Müll drin. Was ist denn das? Ich kann es nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Hier schreibt gerade jemand, ich bin sprachlos. Das bin ich auch. Bis dann. Ciao.